Willkommen auf dem YouTube-Kanal Make Astronomie. In diesem Video geht es um den Sternenhimmel im Juli 2022. Sternbilder, Himmelsobjekte, Planeten, alles was man da sehen kann, möchte ich hier in diesem Video vorstellen. Ich möchte auch auf einen Kommentar von Bingo Bongo eingehen. Er hat einen Kometen erwähnt, C2017K2. Er ist momentan noch sehr lichtschwach, man braucht ein Teleskop, um ihn sehen zu können. Mal sehen, wo er sich denn zurzeit am Himmel aufhält. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Noch mehr freue ich mich über einen Kommentar und allermeisten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, dann findet ihn auch noch mehr Leute. Viel Spaß beim Anschauen. Wie bei meinen vorigen Videos verwende ich für die Präsentation des Sternenhimmels die kostenlose Software Stellarium. Ein Link zu dieser Software werde ich in der Videobeschreibung hinzufügen, dann könnt ihr sie euch selbst downloaden und auch verwenden. In Stellarium verwende ich einen fiktiven Ort 50 Grad nördlicher Breite, 10 Grad östlicher Länge. Alle Zeitangaben, die ich hier mache, entsprechen mitteleuropäischer Sommerzeit, ja, und speziell auf diesen genannten Standpunkt bezogen. Ich fange mit dem Sonnenlauf im Juli an. Am 1. Juli ist die Sonne im Sternbild Zwillinge, geht Richtung Krebs. Achtet mal hier auf den Merkur. Nämlich der Merkur holt auf und am 16. ist er in der oberen Konjunktion zur Sonne, sprich er ist hinter der Sonne in einer Linie von der Erde aus gesehen, ist natürlich am Himmel nicht zu beobachten, da ist er viel zu nah an der Sonne dran, ja. Und die Sonne wandert weiter Richtung Sternbild Krebs, da sie auch am 21. Juli betreten wird und den Rest des Monats auch im Sternbild Krebs verweilt. Sehen wir uns nun die Dämmerungszeiten an. Am 1. Juli geht die Sonne immer noch spät unter um 21.32 Uhr. Die astronomische Dämmerung beginnt um 23.21 Uhr, ja. Und richtig dunkel wird es nicht. Die Sonne ist dort nicht unter 18 Grad unter dem Horizont, ja. Also da macht richtiges Beobachten erst nach Mitternacht Spaß, dass man da auch dunkle Objekte erkennen kann. Und das verbessert sich Richtung Ende des Monats. Am 31. Juli geht die Sonne bereits um 21.04 Uhr unter. Die astronomische Dämmerung beginnt bereits um 22.34 Uhr. Und hurra, Nacht wird es ab 23.41 Uhr. Da ist es wieder richtig schön dunkel. Und jetzt zum Mond im Juli. Im Juni hatten wir ja Neumond und da starten wir in der ersten und zweiten Juliwoche in den zunehmenden Mond, ja. Ich würde jetzt sagen, ja, 1., 2., 3., 4., diese Tage eignet sich für Deep Sky Beobachtung. Ist natürlich schlecht, wenn es nachts nicht richtig dunkel wird. Da hat man also nicht so viel Freude dran. Aber man kann da in der ersten, in der zweiten Juliwoche den Mond wenigstens schön beobachten, entlang an seiner Tag-Nacht-Grenze, an der sogenannten Terminator-Linie, ja. Da kann man seine Kratergebirge und Mare wunderschön beobachten. 7. Juli Halbmond, Vollmond haben wir am 13. Juli, dann nimmt der Mond immer mehr ab. Am 20. Juli haben wir abnehmendem Halbmond und er nimmt weiter ab bis 28. Juli, wo wir wieder einen Neumond haben. Jetzt geht es weiter mit den Planeten im Juli. Ich habe hier mal den 15. Juli eingestellt am Morgenhimmel um 4.30 Uhr. Da strahlt im Südosten Jupiter. Der Jupiter ist ein sehr schönes Objekt. Schon im Fernglas kann man seine vier Monde erkennen. Die galileischen Monde Callisto, Europa, Io und Ganymed mit einem Teleskop so ja, 60 mm, 70 mm. Öffnung kann man auch seine Wolkenbänder erkennen. Ist immer wieder ein hübscher Anblick. Wir haben dann zwischen Südost und Ost
im Sternbild Widder den Mars. Die Aufgangszeiten des Mars verschieben sich auch immer weiter nach hinten und es wird auch immer mehr ein interessanteres Objekt für den Nachthimmel. Hat man ein Teleskop mit 10 cm Öffnung, kann man wunderschön seine Polkappen erkennen und auch die roten Wüstenregionen, Sandregionen des Mars. Und wir haben hier noch am Morgenhimmel die Venus als Morgenstern. Die kann man sich auch noch anschauen in einem Fernglas oder in einem Teleskop. Details wird man nicht viele erkennen, da die Venus doch recht horizontnah ist. Wir haben hier drüben noch Saturn, auf den komme ich aber später zu sprechen. Ich wechsle jetzt nämlich mal auf den Nachthimmel. So, ich habe mal den 16. Juli eingestellt, Mitternacht, 0 Uhr, ja. Blicken wir Richtung Südosten, da haben wir noch den Saturn. Saturn ist ein Planet, den man die ganze Nacht beobachten kann. Am Anfang Juli geht er schon um 23.37 Uhr auf. Gegen Ende des Monats verschiebt sich seine Aufgangszeit auf 21.36 Uhr. Saturn, der Herr der Ringe, ein Ringplanet. Schon in einem kleinen Teleskop kann man die Ringe sehen. So ab 10 cm Öffnung ist auch die Cassinische Trennung deutlich zu sehen. Man kann auch seine Monde beobachten, allen voran Titan, der einzigste Mond mit einer Atmosphäre in unserem Sonnensystem. So in den Herbstmonaten, Wintermonaten, da wird Saturn und auch Jupiter tolle Planeten am Abendhimmel sein. Jetzt gehe ich mal auf den Kometen C2017K2 ein. Immer wenn es um Kometen geht, da bin ich auf zwei Seiten unterwegs. Das eine ist das SkyLife. Da schauen wir uns doch gerade mal an, welche hellen Kometen es denn zu sehen gibt. Da haben wir auch gleich C2017K2. Und ja, zunächst mal gucke ich mir mal seinen Orbit an, wie er denn sich im Sonnensystem bewegt. Seinen nächsten Punkt wird er am 20. Dezember erreichen und er fliegt so zwischen Mars und Jupiterbahn hier an der Sonne vorbei. Ich gehe mal hier gerade mal weiter. So bis Dezember, wenn er seinen nächsten Punkt hat, wo er sich da befindet. Er wird dann ein Komet eigentlich eher für die südliche Halbkugel sein. Mal sehen, ob man ihn in der nördlichen Hemisphäre da überhaupt sehen kann. Gehen wir mal auf seine Helligkeit, was da The Sky Live sagt. Es ist immer so eine Sache mit Helligkeit von Kometen. Die sind sehr, sehr schwer vorauszusagen, da man ja nicht weiß, wie viel Material ausgegast wird in der Nähe der Sonne. Ja. The SkyLife geht von einer Helligkeit von 10.89 Mach aus. Ich schaue mir das mal in der Grafik genauer an. Da gibt es nämlich, da haben wir es. Ich gehe hier mal mit dem Schieber ein bisschen näher in diesen Bereich rein. So, wir haben hier Januar 2022, wo er noch eine Helligkeit von ca. 14 Mach hatte. Jetzt im Juli, ja, wird angegeben, ja, ca. 10,6 Mach. Und im Januar kann es sein, dass er eine Helligkeit von 10,5 Mach noch erreicht. Also die gehen von einer Helligkeit von größer wie 10 Mach aus. Es gibt in den Foren einzelne Berichte, dass er schon mit 8 Mach bzw. 9 Mach gesichtet worden ist. Ich benutze als gern noch eine zweite Seite. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Seiichi Yoshidas Homepage, ja. Also wenn es um Kometen geht, gehe ich immer hier drauf, ja. Er hat hier im Bereich da wöchentliche Informationen über die Helligkeit von Kometen. Und da habe ich auch C2017K2, gehe ich hier rauf, sieht man auch seine Flugbahn, wo er sich da bewegt, ja. Und auch mit welchen Helligkeiten der Komet
gemessen bzw. gesichtet wurde. Und hier haben wir schon eine Helligkeit von 9 Mach, wo er einmal beobachtet worden ist. Ja, ansonsten sieht man hier, dass die Helligkeit steigt. Hier hat man an dieser Linie seinen sonnennächsten Punkt. Er kann also hier eine Helligkeit von 8 Mach erreichen. Das ist was, mit dem bloßen Auge ist er nicht zu sehen. Mit dem guten Fernglas, mit einem Teleskop wird er da schon sichtbar sein. Also der Komet wird auch wohl eher etwas für Astrofotografen bleiben. Jetzt schaue ich mir gerade mal an, wie er sich denn durch unser Sonnensystem bewegt. Dazu muss ich ihn erstmal ins Stellarium hinzufügen. Na, hier haben wir es. Nein, du gehst da weg. Bei Erweiterungen geht man auf Sonnensystem Editor. Dann möchte ich ein Bahnelement importieren. Ich wähle einen Komet aus. Die Quelle, dann nehme ich die sichtbaren Kometen, also die beobachtbaren Kometen. Ja. Dann gehe ich hier auf MPC-Format importieren. Jetzt suche ich den Kometen C2017K2. Da wird er auch angezeigt. Die Markierung setzen und Objekte hinzufügen. Zack, damit ist er ins Stellarium drin. Und ich lasse mir gerade mal seine Ephemeriden anzeigen. Er steht hier jetzt auch zur Auswahl. Hier haben wir ihn. Und ja, einen Zeitraum muss ich angeben. Ich gebe mal 1. Juli bis, ja, was nehme ich denn? Ja, ich gehe mal 1. Februar. Und ich mache mal den Abstand, mache ich mal 5 Sonnentage. Und das Ganze berechnen. So, da haben wir ihn schon, ja. Er befindet sich jetzt momentan im Sternbild Schlangenträger und wandert dann immer weiter Richtung Skorpion. Ich werde den Hintergrund mal ausblenden. Ja, und er wird dann Januar, hier haben wir 1. Februar, hier im Januar, da ist er schon auf der Südhalbkugel. Wir haben das Sternbild Winkelmars, Altar, Pfau, alle Sternbilder, die habe ich noch nie gesehen, weil sie eben auf der Südhalbkugel sind. Also wenn man den Kometen beobachten will, dann nutzt jetzt noch den Juli aus, fotografisch oder mit einem Teleskop. Ich denke mal so ab 15 cm Durchmesser, da sollte man ihn auch mit der Helligkeit jetzt von vielleicht 9 Mach erkennen können. Gut. Dann mache ich mal weiter mit den Sternenhimmel im Juli, denn darum geht es ja hier. So, da habe ich mal die Ephemeriden wieder raus. Den Hintergrund möchte ich wieder haben. Die Atmosphäre blende ich mal aus, damit ich hier mal die lichtschwereren Objekte habe. Gut, gehen wir mal die Sternbilder durch. Um Mitternacht, Sternbild Löwe, Jungfrau sind gerade am Untergehen. Ja, darüber haben wir der Berenike und dann den Bärenhüter. Gehen wir mal an der Ekliptik entlang, gerade im Sommer, da steht sie ja recht tief. Wir haben das Sternbild Waage, gefolgt vom Skorpion, danach Schütze, Steinbock und Wassermann. Fische ist dann gerade am Aufgeben. Am Aufgehen. Überhalb der Ekliptik haben wir links neben dem Bärenhüter, ja, das Sternbild Schlange im Schlangenträger. Wir haben die nördliche Krone darüber, ziemlich in Zenit haben wir da schon Herkules. Auch die Leier mit der hellen Vega steht recht hoch am Himmel. Links davon haben wir Sternbild Schwan. Darunter haben wir Pfeil und Adler, ja, gefolgt von Delfin und Füllen. Und im Osten, da sehen wir auch schon das Herbstviereck mit dem Pegasus und Andromeda. Schauen wir uns mal an, welche Objekte es denn hier zu sehen gibt bei meinen Sternführungen, was ich da denn zeigen werde. Ja, ich fange an mit M3. Das ist der Kugelsternhaufen im Bärenhüter.
immer ein schönes Objekt zum Zeigen mit einer Entfernung von ca. 32.000 Lichtjahren. Wenn wir bei den Kugelsternhaufen sind, M13 haben wir dann natürlich den Klassiker im Herkules unbedingt anschauen mit einer Entfernung von ca. 25.000 Lichtjahren. Und wenn wir Richtung Süden blicken, da sehen wir, wie die Milchstraße sich im Süden aufbäumt. Ich zoome mal ein bisschen weiter raus, über den Himmel zieht beim Schwan und dann wieder Richtung Cassiopeia untergeht im Nordosten. Und gerade hier gibt es eine Fülle von Objekten. Auch hier picke ich mal einige raus, die ich immer wieder gern sehe, die ich immer wieder gern zeige. Und dazu zoome ich hier mal rein, hier rechts vom Sternbild Schützen. Da liegt ja das Zentrum unserer Milchstraße, das Zentrum unserer Heimatgalaxie. Und von dem her kann man da natürlich auch die meisten Sterne und Objekte erwarten. Und ich werde nicht auf jedes einzelne eingehen, gerade auf die wichtigsten, wenn man mit dem Fernglas oder mit einem kleinen Teleskop hier reinblickt. Was kann man sich denn da anschauen? Da habe ich zum einen den Lagunennebel, der immer wieder einem ins Auge sticht, wenn man dieses Gebiet sich anschaut. Das ist dieses Gebiet hier, das ist ein Reflexions- und Emissionsnebel, wo man sich anschauen kann. Und darüber haben wir M20, das ist der Trifid-Nebel, ja, den man auch anschauen kann. Ja, gerade dieses Gebiet ist immer wieder wunderschön. Diese beiden Nebel, die haben eine Entfernung von ca. 5200 Lichtjahren. Schwenke ich mit dem Fernglas oder Teleskop weiter, dann komme ich hier auf ein Sternenfeld. Ja, das ist die kleine Sagittarius-Sternenwolke. Wenn man sich unsere Milchstraße ansieht, besteht sie ja nicht nur aus Sternen und Sternhaufen und Nebeln, sondern auch jede Menge Staubwolken, die sich praktisch zwischen uns und den Massen an Sternen in den Weg stellen und das dann abdunkeln, ja. Und gerade in diesem Bereich, da können wir durch so eine Staublücke hindurch sehen und sehen hier besonders viele Sterne. Gehe ich weiter Richtung Schild, da gibt es auch ein Objekt, das suche ich auch immer wieder auf. Und zwar ist das der Schwanennebel oder auch Omega-Nebel, genannt M17. Auch mit einer Entfernung von ca. 5500 Lichtjahren im Teleskop sieht man hier tatsächlich so einen kleinen Schwanenkörper und hier so dieser gebogene Hals. Oder es erinnert eben auch an den griechischen Buchstaben Omega. Noch ein Stückchen weiter im Schild komme ich auch auf einen sehr schönen Sternhaufen. Es ist der Wildentenhaufen M11. Den zeige ich besonders gerne, weil es im Zentrum hier einen Stern gibt. Also der ist nicht in diesem Sternhaufen. Also er ist kein Bestandteil des Sternhaufens, er ist einfach nur ein Stückchen näher an uns dran und leuchtet deshalb hell auf. Und dieser Wildentenhaufen hat eine Entfernung von ca. 6200 Lichtjahren. Es gibt noch eine Menge zu entdecken, gerade hier im Bereich des Sommerdreiecks. Ich blende es gerade mal hier ein. Das Sommerdreieck bildet sich ja aus den Sternen Altair im Adler, Deneb im Schwan und Vega in der Leier. Und immer wenn das hoch am Himmel ist, dann weiß man, okay, jetzt ist Sommerzeit. Ja. Gut, und auf diese Objekte werde ich dann in den August- und September-Videos eingehen. Ich ziehe mal hier am Himmel weiter. Ich gehe mal Richtung Andromeda und Pegasus. Da möchte ich auch zwei Objekte mir rauspicken. Das eine ist M15, der Pegasus-Haufen, auch ein Kugelsternhaufen, wo man sich anschauen kann. Und das andere ist natürlich M31, M32, M110.
die Andromeda-Galaxie, ja, achtet mal in der nächsten Zeit in den Astronomieforen und auch in den Facebook-Gruppen drauf. Es wird da sehr, sehr viele Andromeda-Galaxie-Fotos geben. Und ja, da sieht man hier schon die Ankündigungen des Herbstes. Gut, Richtung Nordosten haben wir die Cassiopeia, die langsam wieder in die Höhe steigt. Auch da ist H und G Persei ein Blick wert. Im Fernglas ein offener Doppelsternhaufen, wo auch sehr schön anzusehen ist. Wir gehen weiter Richtung Norden. Wir haben den Polarstern. Ja, er ist nicht der hellste Stern des Himmels, wie ich immer wieder von eigenen Leuten höre. Nein, er ist ein Stern von circa zweiter Größenklasse. Ja, wie findet man ihn? Den großen Wagen bzw. den großen Bär kennt ihr. Ja, verlängert man seine hinteren beiden Kastensterne um das Fünffache, kommt man auf den Polarstern am Horizont. Da schlängelt sich das unscheinbare Sternbild Lux und der kleine Löwe, ja. Und zwischen großer Bär und kleiner Bär haben wir Drache, wo jetzt zurzeit sehr hoch steht. Gehen wir weiter Richtung Nordwesten. Westen, da hat ja die Führung angefangen vom Sternenhimmel. Also er hat schon was zu bieten, der Juli, wenn es denn richtig Nacht ist. Also guckt, dass er erst so um Mitternacht die dunklen Objekte euch anschaut und dass der Mond nicht so arg stört. Werft auch noch einen Blick auf den Kometen, wenn ihr die richtige Ausrüstung habt, ein gutes Fernglas, ein Teleskop. Ja, ab 8 cm, 10 cm Öffnung sollte er sichtbar sein. Oder für Astrofotografen ist er noch interessant. Es gibt nämlich hier gerade am 16. Ich möchte gerade noch mal ganz, ganz, ganz kurz reingehen. Und zwar haben wir hier in der Nacht vom 15. In der Nacht vom 15. auf den 16. Da ist nämlich dieser Komet ziemlich nah dran an dem Kugelsternhaufen M10. Ja, das ist also wirklich ein tolles Bild, was sich da ergibt. Gut, soweit mal. Ja. Also ich hoffe, euch hat das Juli-Video gefallen. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Eine Bitte ist, schreibt was in die Kommentare rein. Ich gehe immer wieder gern drauf ein, wie auf den Kometen, was ja Bingo Bongo reingeschrieben hat. Ja. Und noch eine Bitte, ja, abonniert den Kanal. Es kostet euch nichts, einfach nur einen Klick. Ja. Aber es macht meinen Kanal bekannter und andere finden ihn auch leichter. Von dem her wünsche ich euch allzeit Clear Skies, tolle Beobachtungsnächte, macht's gut, bis zum nächsten Video.